Zeig, was du kannst! Okay, gut. Also, gut. Ey, was ist denn jetzt los? Hallo? Ah, jetzt geht's. Gut, zieh ich mich. Ich habe eine ganz extrem gute Rechnung aufgestellt. Also 12 mal 12 mal 100 geteilt durch 12 minus 4 geteilt plus 2. Und mir ist dann aufgefallen, was im Pokémon wirklich abgeht. Das ist nämlich die Tapete an der Wand. Die geht nämlich ab. Die geht immer ab. Überall. Auch bei mir. Ne? Letztes Mal. Das von unserem Helden gestohlene Pikachu unternahm einen Fluchtversuch, um zum Professor zurückzukehren. So versuchte er es, um Hilfe bei Schwester Joy zu bitten. Unglücklicherweise unterbrach Ash Pikachus Pläne, ohne es zu wissen, indem er Schwester Joys größtes Geheimnis lüftete. Währenddessen entschied Shiki sich mit einem alten Freund zu treffen, um Hilfe vom Schwester Joy-Kult für seine geheimen Pläne zu erhalten. Zur selben Zeit gelang es Professor Eich in das Haus von Ashs Mutter zu gelangen, um nach Pikachu zu suchen. Doch leider wurde er von zwei verbrannten Käsekuchen aufgehalten. Nun, ich möchte kein schlechter Gast sein. Ich weiß die Käsekuchen wirklich zu schätzen. Aber wir sollten langsam darüber reden, wie ich mein Pikachu von deinem Sohn zurückbekomme. Kriegst du nie mehr. Wo ist mein Schläger? Hol dir neu. Warte kurz! Du willst doch, dass ich dir mehr Käsekuchen mache! Was hast du mit meinem Schläger gemacht? Oh, ich hab ihn in ein Säurefass geschmissen und zugesehen, wie er sich auflöst. Was? Wann hattest du die Zeit, das alles zu tun? Wir sind die ganze Zeit zusammen in diesem Raum gewesen. Ich weiß es nicht. Ist gut. Das sieht irgendwie aus wie ein Käsekuchen. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Zigarette. Ne? Rauch ist ungesund, hört auf mit Rauchen. Ne? Auch sehr ungesund für eure Geldbörse, glaubt man. Ne? Geht still! Geil. Manchmal wünsche ich mir, also es gibt von mir so ganz, ganz viele Clones, ne? Also nicht Clowns gibt's genug. Ich bin ja selber einer, aber so ganz viele geklonte Wuddixe. Wuddixe? Ne? Oh, das wäre so geil, ne? Da wäre die Welt einfach Pikachu, schöner. Sieht so aus, als könntest du dich hier nicht mehr ausruhen. Weil, du weißt, die Schwestern Joy sind alle weg. Ja, Ash, wir haben alle die Schwester Joys fliehen sehen. Es heißt Schwestern Joy. Leute! Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Wer ist das? Ash, kennst du den Typ? Lebt ihr unter einem Stein? Habt ihr nicht die Internettheorien gelesen? Nee. Das hier soll mein lang verschollener Vater sein, oder? Leute, bleibt ruhig. Was? Wirklich? Nein, nicht wirklich, ihr Idioten. Jeder weiß, dass Giovanni Ashs Vater ist. Ha! Dachte irgendwie selber wäre sein Vater. Was? Na, der eine Typ aus Pokémon Chronicles Folge 18. Misty, Spoiler-Alarm. Scheiße, ich nehm's zurück. Ich halt das nicht mehr aus. Ich bin nicht sein Vater, okay? Ich wollte euch nur von der Pokémon-Arena der Stadt erzählen. Arena? Ja, die Stadt ist berühmt für unseren Arena-Leiter Rocco. Und du erzählst uns das wieso? Ich weiß nicht genau. Okay, gut, tschüss. Ash, ich weiß, was du denkst. Bitte geh nicht zur Arena. Lass uns Rocco in den Arsch treten. Rocco Balboa. Ganz bekannt. Der Pokémon-Trainer. Okay, es ist an der Zeit, diesen legendären Rocco zu besiegen. Hey, seid ihr endlich gekommen, um Rocco herauszufordern? Oh, das? Nein, das Haus gehört jemand anderem. Das hier ist Roccos Arena. Alter. Ist das ein Witz? Also ich weiß ja nie so, ob das ganz legale Arena-Kämpfe da sind. Also ich würde lieber in das Gebäude reingehen, weil das sieht doch, okay, guckt euch mal das Gebäude an. Solche Gebäude gibt's bei uns auch, aber da kommst du nie mal leben draus, ne? Und ja, da wirst du immer verprügelt, ne? Und hast auf einmal eine Rechnung von 5.000 Euro, weil du ja von Mädels immer so Glas Sekt, dann mal wieder ein Glas Sekt bekommen hast, ne? Arena. Ganz vorsichtig, ich würde da nie reingehen. Ist das ein Witz? Ganz ehrlich, ich glaube, du wirst verlieren. Aber hey, viel Spaß dabei. Schau mir zu, wie ich ihn zermalme. Ja, ich hab gewonnen. Warte, was? Wie? War ein Witz. Du hast ihn auch, oder? Es liegt nicht an mir. Hallo? War ein Witz, wie geil ist das? Ist jemand hier? Ein Herausforderer. Es ist wirklich ein Herausforderer. Komm raus! Alle Mann auf Position! Ich bin Arena-Leiter Rocco. Steinharte Verteidigung und Entschlossenheit sind mein Ding. Deshalb habe ich nur Gesteins-Pokémon.
Willst du immer noch kämpfen? Zeig, was du kannst! Okay, gut. Also, gut. Ey, was ist denn jetzt los? Hallo? Ah, jetzt geht's. Gut, zieh ich mich auch mal hier aus, ne? Jetzt geht's los! Wird geboxt! War das alles wirklich nötig? Was? Wie lange hast du hier drin gewartet? Und 2 Tage, 4 Monate. Hey, Kleiner, was soll das? Willst du jetzt einen Kampf oder nur Witze machen? Denn wenn du keinen Kampf willst... Also, ich will keinen Kampf mehr mit denen haben wollen. Ein Kampf? Ich will nur den Sieg! Ha, schon besser. Und so beginnt ein heißer Kampf zwischen Ash Ketchum und Rocko. Nee. Oh nee. Und wer wird ihn gewinnen? Und wer ist dieser weirde Typ da draußen? Wo war ist die zweite Hälfte dieser Folge? Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache! Seht selbst in der nächsten Folge von Was wirklich in Pokémon abgeht! Mochtet ihr die Folge? Oh ja, darf ich was fragen? Nein! Halt's Maul! Geh darüber! Um nicht die nächste Folge zu verpassen, abonniert hier und klickt hier für andere Parodien. Darf ich jetzt zurückkommen? Fick dich! Nein! Bleibe weg! Nee. Die nächste Folge wird episch. Die nächste Folge wird episch und die muss verfilmt werden für Amazon Prime, dass man den Leuten noch mehr Geld aus den Taschen ziehen kann. Ne? Vor allen Dingen, wenn man dann noch Amazon Prime hat und dann muss man noch hier die Filme noch hier, ne? hier ausleihen. Ne? Hm. Oh. Ganz gefährlich, ne? Aber ich freue mich auf die nächste Folge. Ich habe ein bisschen Angst, aber weil es sehr brutal wird. Ja, guckt unbedingt das Original an. Lasst den guten Quengi ein Abo da. Wie immer ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.